Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead or Alive 5 Last Round. Ja, ich habe nur eine kurze Pause gemacht, um die Option nochmal zu checken und ja, es war nichts geändert. Ich weiß nicht, was da zwischendurch mit den Lusten los war. Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus. Jedenfalls, ja, ich habe nur eine kurze Pause gemacht, konnte währenddessen aber schon mal ein kleines Backup machen, das ist auch nicht verkehrt. Habe gerade schon Hitomi gespielt, aber gemerkt, dass ich vergessen habe, meine Stimme aufzunehmen und deswegen spielen wir nochmal. Also, Hitomi, Tochter eines berühmten deutschen Karatemeisters, sagen die Deutschen in diesem Spiel. Sie hat es bis ins Viertelfinale von Dead or Alive 5 geschafft. Sie wusste, wenn sie nur weiter kämpfen würde, würde sie ihn wieder treffen. Den Mann, den sie in den Wäldern ohne Kleidung, dafür aber mit Gedächtnisverlust gefunden hatte. Den Mann, mit dem sie einst trainiert und der ihr bald näher war als ein Bruder. Sie würde einen treffen. Der wirklich so heißt und ich wüsste nicht, wie man ihn anders aussprechen sollte. Aber sein Erinnerungsvermögen war wieder da. Hayate war zurück und ein war nicht mehr. Und der Wind geht mir ganz schön auf den Sack. Der soll mal wegwehen. Dead or Alive 5 Turnier. So. Da kriegt sie erstmal ein Knie ins Gesicht. Nein. Da hat man schön ausgemacht. Nein. Nein, 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 nein. Okay. Ich weiß noch nicht, wie ich da rauskomme, wenn sie das macht. Welcher Taste? Ich glaube, ich muss fast die Block-Taste smashen. Weil es ist ja an sich ein Griff. Keine Ahnung. Ah, da steht man zum Hintergrund übrigens. Ihren Nationalität und Kampfstil. Yeah, ich hab gewonnen. Okay. Und er ist Brite. Ich hab's mir gedacht. Nein. Ich weiß echt gerade nicht, was das soll. Ob das irgendwie ein Bug ist oder. Hört halt auf. Gucken, ob ich versuche, gerade auszuweichen. Ja, das klappt. Es sei denn, er macht irgendeinen scheiß Griff. Nein, fick dich. Okay, gut, ich lasse das jetzt mit dem. Fick dich, nein, 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 nein. Ach, das gibt's doch nicht, Mann. Er reagiert auch gar nicht mehr hier. Das ist ganz schön schwierig, seine Angriffe zu timen, wenn das so verlangsamt ist. Weiß nicht, was der Kack soll. Nein, ich bin nicht wütend. Warum auch? Diesen scheiß Pisser da, Mann. So auf den Sack. Ich glaube, ich sehe dich nach diesem Kampf nie wieder. Und ich weiß, das ist nicht so. Mann. Das ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Jetzt Maul. Nein, komm schon. Mann! Was ist denn das hier? Ja, ich bin ultra langsames Spiel und reagiere deswegen nicht auf die Knöpfe von meinem
fucking Besitzer. Okay, da macht er zwei Angriffe. Auch wenn es schön aussieht mit der Slow-Mo, geht sie mir doch gerade irgendwie ein bisschen auf die Nerven. Hitomi. Oh? Hayate. Hitomi. Shiai wa? Ato hitotsu. Ato hitotsu kateba yūshō. Sō ka. Tsuyoi nda na, kimi wa. Ano ne, Hayate. Karada hieta kara warming up tsukiatte kurenai kana? Ja, jetzt ist es wieder flüssig. Oh, was war das denn? So macht das auch gleich wieder mehr Spaß, das Spiel. Hack, falsche Taste, nein. Fuck it. Fuck it. So. Dachte schon, der holt mich jetzt noch mit 1% Leben. Hitomi. Katte koi. Hayate. Anata mo ne. Mein neuen Titel Unschuld. Dick. Und Gott sei Dank, ja. Darauf, worauf ich gewartet habe. Das neue Kapitel Yandili freigeschaltet. Hammer nice. Heißblütiger Yandili. Yandili, ein heißblütiger Kampfsportler, der sich immer die härtesten Kämpfer aussucht. Er nimmt am Dead or Alive 5 Turnier mit brennendem Wunsch teil, den stärksten Menschen der Welt niederzuringen. Das Einzige, was seinen Durst nach einem Kampf löschen kann, ist noch ein Kampf. Wie der, den er mit dem Mann vorher hatte. Den Satz habe ich gerade irgendwie, glaube ich, schlecht vorgelesen. Get ready, fight! Mann, es leckt gerade hart. Nein. Fick dich doch jetzt. No. Ja, ist in Ordnung. Er ist einfach 50 Mal schneller als ich. Er ist Framerate-Einbrüche hier, Mann. Ich krieg's kotzen. Das riecht aufs Maul, jetzt bin ich mad. Ja. Okay, ich kann nichts machen. Mann, wie teilt der dies denn? Ich schlag nach unten und er trifft einfach nicht, oder was? Mann, da freue ich mich so auf die Charakter und es klappt nicht, oder was? Ja, er blockt einfach jeden fucking Schlag von mir, oder was?
Okay, und er reagiert außerdem nicht auf meine Angriffe. Ja, und er geht daneben, natürlich. Auf den Move, den ich mich so gefreut habe, geht daneben. Mann, was das? Oh, Himmel, Arsch und Zwirn. Oh. Mann, ey. Klappt doch. Dead or Alive 5 Turnier.